Dieses Video wird von Insta360 unterstützt und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank sagen, dass ich diese coole 360-Grad-Kamera nutzen, testen und damit filmen darf. Es sind auf jeden Fall sehr coole Aufnahmen schon entstanden und hauptsächlich benutze ich diese Kamera jetzt mittlerweile für Instagram und Social-Media-Content und finde die wirklich richtig, richtig gut. Einen kleinen Hinweis an dieser Stelle, es gibt jetzt einen Black Friday Sale bei Insta360, bei dem ihr bis zu 74 Euro sparen könnt. Diese Kampagne von Insta360 endet am 30.11. Und wenn ihr Bock habt, da irgendwie irgendwas zu kaufen, könnt ihr gerne den Affiliate-Link unten in der Infobox benutzen. Falls ihr dann über diesen Link einkauft, bekomme ich noch einen kleinen Teil zurück. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die Unterstützung, Insta360. Und jetzt geht's los mit dem Video. Letzte Woche habe ich euch mein neues E-Bike vorgestellt und euch mit auf meine erste Abfahrt genommen. Im Anschluss an diese Abfahrt hatte ich mir noch weitere Trails rausgesucht, die nur mit einem sehr langen Uphill zu erreichen sind. Wie diese ganze Tour mit dem E-Bike abgelaufen ist und welchen gravierenden Fehler ich gemacht habe, seht ihr in diesem Video. Ach, es hat schön hier einfach. Ist das schön hier. So, ich befinde mich jetzt auf dem Weg zur Baumgartner Höhe und dann würde ich den Flowgartner, den Lowgartner und noch diesen Samonic Trail fahren. Und ich glaube, dann weiß ich, was ich an dem Fahrrad noch alles ein bisschen einstellen muss. Und dann sollte ich mir eigentlich schon einen Eindruck verschaffen haben. Aber bisher ist das schon, völlig gestört. Also so ein E-Bike ist schon krass. Ich fahre jetzt hier auch mit 20 km/h im Boost gerade den Berg hoch einfach und das ist nur so ein Minimalaufwand. Das ist schon echt krass. Ich beantworte für euch schon mal vorab die Frage, ob es jetzt hier nur noch E-Bike-Content gibt. Nein, wenn alles klappt und ich aus diesem Österreich-Trip hier wiederkomme, habe ich 3 Fahrräder zu Hause stehen, die alle gewissermaßen einen anderen Einsatzzweck haben. Das eine Bike ist eigentlich nur, also eigentlich unnötig, aber hatte ich extrem Bock drauf und ihr werdet nach wie vor alle Räder im Einsatz sehen. Ist einfach eine Tatsache, dass man mit dem E-Bike hier mehr Abfahrten reinkriegt, als wenn man hier mit dem Biobike unterwegs ist. Ich bin jetzt schon 460 Höhenmeter gefahren und ich musste mich wirklich minimalst anstrengen. Also das ist schon wirklich ein riesen Bonus hier. Grüß Gott. Kein Spoiler vom nächsten Video. Und zwar werden hier am Baumgartner komplett neue Trails gebaut. Richtig gestört. Und da werde ich mich nochmal mit dem Andi von Lake.Bike treffen und der wird hier von diesem Projekt berichten. Die sind ja auf jeden Fall fleißig zugange schon. Aber hier bin ich jetzt mal gespannt. Weil den Berg hier, den habe ich mit dem Biobike noch nie geschafft. Musste immer schieben. Mal gucken, ob das jetzt hier mit dem E-Bike klappt. Also ich gehe davon aus, aber ich weiß es nicht. Ich Experte bin jetzt hier die ganze Zeit im Boost-Modus gefahren. Ich dachte, ich wäre im Trail-Modus. Jetzt ist mein Akku schon rot. Nach 660 Höhenmetern und 16,5 Kilometern. Ich meine, das ist alles schon viel, aber da hätte ich jetzt mal drauf achten sollen. Aber der war auch nicht ganz aufgeladen. Also ich befürchte, dass ich ohne Akku nach Hause fahren muss. Aber das sollte eigentlich kein Stress sein. Der blinkt auch schon. Schön, schön. Die volle E-Bike-Experience hier. Der Akku ist leer. Oh Gott. Hälfte vom Weg erst. Ey. Oh Gott. Richtig schlauer Move hier, die ganze Zeit im Boost zu fahren. Junge. Egal, dann schiebe ich jetzt hoch und fahre den Trail ohne Akku. Dann habe ich wenigstens vielleicht da schon mal einen Eindruck. So, jetzt fahren wir den Trail hier, aber ohne Motor. Ich bin gespannt. Und immer wieder schön hier diese Aussicht. So, ich habe hier mal eben kurz eine Pause gemacht und die Zeit genutzt und mit ein paar, also mit euch eigentlich auch, bei Instagram ein bisschen kommuniziert, weil man hier so Profile im Motor festlegen kann, aber nur Profil 1 und 2. Und da wusste ich jetzt nicht, wie man diese Profile an sich bearbeiten kann, weil ich das Gefühl hatte, dass der Eco-Modus schon ziemlich viel Leistung gibt und der Akku natürlich dadurch schneller leer wird.
Also man kann hier bei dem EP8 ins Menü gehen und halt gewisse Einstellungen machen. Hier Licht, Helligkeit, Signal, Einheit, Sprache, Einstellen, Schalteinstellungen und da Unterstützungsanpassung. Und wenn ich da jetzt reingehe, gibt es halt nur Profil 1 und 2. Und diese Profile muss man mit einer App bearbeiten, was ich natürlich noch nicht getan habe, weil ich das nicht wusste. Und ich muss quasi an den östlichen Rand vom See gleich noch. Das heißt, ich habe jetzt hier noch einiges an Strecke vor mir, die ich ohne Akku bewältigen muss. Und wenn ich ankomme, werde ich mich erstmal mit dieser App auseinandersetzen und natürlich erstmal den Akku aufladen. Wie sollte meine erste Tour auch sonst ablaufen? Ich war völlig gehypt auf das E-Bike und habe mich richtig krass auf diese Tour gefreut. Ich habe mich im Prinzip so gefühlt. Dass der Akku dann sehr schnell leer ist, wenn man durchgehend im Boost-Modus fährt, habe ich dann auch direkt gelernt. Ist euch das bei eurer ersten Ausfahrt auch passiert? Schreibt mir gerne mal eure Stories in die Kommentare. Also, in den Kurven ist schon krass, finde ich, wie sich dieses Mehrgewicht in die Kurven reindrückt. Yeah! Fahrwerk auf jeden Fall besser eingestellt jetzt. Und ich finde, dass sich das Fahrrad auch richtig schön in der Luft anfühlt. Aber ein Motor wäre jetzt hier auf dem Stück gar nicht so schlecht, finde ich. Oh. Ohne Motor ist hart. Oh. Also was ich euch jetzt schon mal sagen kann, ist, dass bergab anstrengender ist als berghoch mit dem Fahrrad. Aber mit Motor wäre das jetzt auch anders gewesen. Ah, hier, genau. So, ich befinde mich jetzt hier am Latschacher Trail, oberster Teil. Und wie ihr sehen könnt, ist es hier sehr dunkel. Das heißt, ich sage euch jetzt schon mal voraus, dass die Stabilisierung hier nicht ihre Arbeit tun wird und dass das Bild wahrscheinlich pixelig wird, aber das ist halt bei einer Actioncam so und ich kann das nicht ändern. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt hier mal diesen schwarzen Trail ohne Motor irgendwie runterzukommen. Schon schwierig zu erkennen hier teilweise. Ah, hier wäre ein Sprung gewesen. Hier auch. Also, Fahrwerk ist jetzt schon deutlich besser. Das ist wieder so typisch, ne? Das sind genau diese Mini-Uphill-Stücke mit Wurzeln, die ich unfassbar gerne mit dem E-Bike mal hochfahren würde. Aber ich habe keinen Akku mehr. Cool! Ui!
Da ist mein Vorderrad fast flöten gegangen gerade. So, das waren alle Trails für heute. Jetzt muss ich nur noch bis nach Hause trampeln. Ah, bin ich gut gelaunt, ey. Akku leer, egal. Das Fahrrad macht richtig, richtig Spaß. Ein paar Feinheiten noch machen. Geil, ey. Ich habe ein E-Bike. Und ich habe hier geile Trails in meinem zweiten Zuhause. Und die bauen sogar noch mehr. Geil, ey. Nachdem ich dann zu Hause angekommen war, habe ich direkt die Shimano Steps App runtergeladen und mir zwei ordentliche Profile erstellt. Eins für schnelle Runden mal eben so und eins mit viel Reichweite. Falls ihr interessiert an meinen Profileinstellungen seid, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Nächste Woche wird es ein spezielles Video geben, bei dem gar nicht viel Fahrrad gefahren, sondern eher gezeigt wird, wie Trails überhaupt entstehen und was alles dafür erledigt werden muss. Eine Art Mini-Dokumentation. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei diesem Video hier einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo dalasst und nächste Woche in mein nächstes Video wieder einschaltet. Und bis dahin bleibt ihr bitte gesund, macht's gut und bis dann. Ciao.